Wenn Ein ich schon Hexenheld. Ja, aber richtig. Hokus Pokus Filibus. Hokus Pokus Filibus. Dreimal schwarzer Kater, Junge, im Puls. Du hast so 7 Jahre Pech mit dem. Richtig. So hat er bestimmt vorm Rechner getanzt. Ja, für, ach so, der Hexer konnte gerade so seinen Namen tanzen. Mal, ob dich vor mir vom Rechner tanzt, mit der Wortkombination und durch und dann losrennt. Leute, ich habe immer noch Agro, ich kann nicht futtern. Ja, danke. Denk, du bist echt ein Held. Du bist der größte Held. Ja, perfekt. Perfekt. Erste Trashmob-Gruppe, easy going umgang. Ja, passt doch, weißt du, ich wollte die... 17er Borallus, Alter, ohne Witz. Ja, passt doch, ich wollte die Woche sowieso mit jedem Char mindestens eine 10er, also zumindest auf Vordenseite. Mit Ellie mit 380 plus wird das, glaube ich, noch nicht, dass ich da einen 10er-Key drücke, aber... Weil ich einfach Pech hatte, ich dachte mir so, boah, geil, machst du Weekly-Kit, machst ja die 400er-Kiste für den Raid auf, machst ja auf, weil ja nur Müll drin, ey. Ja, die machen wir dann als nächstes bei mir. Ja klar, wie gesagt, sagst einmal Bescheid, ich log sofort um, kein Thema. Jetzt gerade 10er Freihafen als Tank. Ja, Palatank ist auch... Ja, ich finde Palatank ist halt... Also, wie gesagt, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, so, ne, jeder spielt ja gerne einen anderen Tank. Ich meine zum Beispiel, einer so... Ja, man kann schon sagen, einer der krassesten Palatanks, zum Beispiel Tracky unter anderem, der spielt ja nur Pala, so, weißt du, der spielt gar keinen anderen Tank. So, wenn der mit seinem Tank halt unterwegs ist, Junge, Alter... Da denkst du ja teilweise so, WTF, Alter, was stimmt mit ihm nicht? Ja, was ist die Woche wieder? Die Woche ist doch, glaube ich, wieder das mit diesem Hund oder so, ne? Weil das ist doch immer was... Ah, ja. Kann der Schoker auch alleine machen. Ja, das hat gestern bei uns der Monk gemacht, Alter. Rennt los, denkt einfach so, er kann das irgendwie, rennt einmal los, klickt den Hund die ganze Zeit an, siehst du noch so die ganze Zeit, er pullt die ganzen Trashpacks, weißt du, kommt um die Ecke, nachdem er den Hund gerufen hat, kommen erstmal die ganzen Trashpacks an, der Monk rollt und der Monk macht hier seinen Tornado oder was ist das nach vorne, Alter, weißt du, aber pullt erstmal alles. Die Torpedo. Genau, aber bringt alles mit, ich denk mir so, WTF, Alter, was stimmt mit ihm nicht? Ja, das einzig Dumme ist halt so, wie jetzt zum Beispiel beim ersten Boss, du musst ja die ganze Zeit moven, ist halt immer wieder, dass ich immer als Palatank immer wieder neu meine Weihe stellen muss, weil du musst ja dauerhaft in dieser Weihe drinne stehen eigentlich, um Schaden runterzubekommen. Das ist so das einzig Nervige beim Palatank, so da bevorzuge ich dann Bosse, wo ich einfach nur dumm rumstehen muss und nichts machen muss. Ja, aber geht, also vom Schaden her passt das, also der Key sollte... Wenn er nur plus 1 Interim ist, wäre halt schon mega nice sowieso. Da habe ich mit ein paar auch wieder meine wöchentliche Kiste in 10er gemacht. Mega nice. Vor allem, ich habe glaube ich früh heute erst plus, weiß gar nicht, plus 4 oder so gemacht. So, dann gleich von 4 auf 10, dann kriege ich einen guten Rio-Push dadurch. Kurz den DD wieder. Ja, geiler Heiler, hallo? Ja. Auch geiler Heiler, weißt du, ich bin der Tank, ich retz. Ich muss die Leute wiederbeleben, nachdem die gestorben sind, weil der Heiler es nicht macht. Geiler Dude, Alter. Geiler Dude, hallo? Ja, Leute. Ja, Mist, ja, toll. Jetzt hat der Heiler, der Tank, Tankpiler, dient gerade ein DC. Ja, Mist, ey. Ja, das ist heute auch der Shit des Jahrhunderts, ey, die DCs, ey. Die Disconnects, Alter, da kriegst du die Krise langsam. Ich hoffe, er kommt wieder, ich hoffe es. Ja, halt schlecht, weil ohne einen zweiten, gut, geht bestimmt auch mit 2 DDs, aber dauert halt natürlich 100 Jahre, das mit 2 DDs zu machen, gerade ein 10er Key halt. Vor allem, da er halt unter den Top-Schadensmachern war, so. Blah, blah, blah.
Okay, hoffe keine Quetsche, weil ich sehe, dass da ein besser 10 Level drauf reinhauen. Was ist denn der beste Tank deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach, also ich spiele persönlich am liebsten Parlatank. Klaus, also ist halt meine Meinung, ne? Aber wie gesagt, da streiten sich ja auch die Meinungen. Also ich bin, wie gesagt, persönlich absoluter Fan von Parlatank einfach. Das Problem ist einfach, ich habe halt so... Nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich hasse, ich will Freehold nicht tanken, aber da ich einfach die Trash-Packs nicht kenne, wo du die genau hintankst, und vor allem jetzt gerade wieder nach der Brücke ist diese Scheiße mit den Trash-Packs ja so nervig, weil hast du wieder diese Trash-Packs, die einfach dich nach oben kicken. Und wie viele Gruppen habe ich da schon sterben sehen, weil wir alle in den Bodeneffekten drin standen und sind rumgeflogen. Wir haben auch keinen, wir haben glaube ich nur einen Range, oder? Wir haben nur einen Range steht hier, und das ist der Heiler selber sozusagen. Ja, dann ist sowieso easy, dann hast du... Was hast du da, ab 20% Schröpfung kommt einmal wieder, stehen die einmal wieder auf, ne? Genau. Und wir haben jetzt 4,66 gerade noch. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste der Schorke jetzt ja schon alles gemacht haben, ne? Ja, perfekt. Na, siehst du, kann ich wieder rausschneiden. Parlatank mit 10er Freehold. Ja, wenn die Seite das mal wieder hinkriegt. Nicht, dass ich da wieder ewig sitze und die Seite, ich muss wieder 5 oder 6 Stunden Videomaterial morgen kennen. Ne? Wird wahrscheinlich eh wieder so kommen. Dass ich dann wieder 5. Jetzt kommen sie. Ja, ich wollte gerade sagen, hä? Wo kommen denn jetzt die Ads her? Ja, wir haben einmal gerade die Schöpfung gegangen, jetzt kommen die Ads. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, es kommen neue Ads, die haben noch nichts gepult. Schon voll Panik gekriegt, so, nein! Uiuiui, jetzt kommen sie. Ja, stell dir mal vor, Blizzard hätte einen Fehler gemacht bei der Schröpfung, dass die Geister auch noch die anderen Trashpacks pullen können. Das wäre doch mal nice, die pullen ja noch die Ätzung gleich mit oder so. Ja, das wäre ein bisschen zu hart. Ja, so aus Versehen halt als Bugs. Oh, das müssen wir nochmal beheben. Da haben wir einen Fehler drin. Ja, das kann aber erstmal eine Woche dauern, bis wir das beheben. Oder zwei, oder auch drei, oder einen Monat. Oder ein Jahr. Oder wir beheben es einfach nie. Oh, warum haben wir denn auf einmal 30 Mobs noch in unserer Plus 24? Wie wollen wir die dann in Time spielen? Ja, gar nicht. Blizzard hat noch ein paar... Oh, Glück gehabt. Ich weiß, was besser... ich weiß nicht, was besser ist. Parler oder Krieger? Ich bin kurz davor, Parler Krieger zu machen. Was würdest du sagen? Kommt drauf an, als was, ne? Jetzt haben sie noch mein Trashpack gepult. Das denn? Also ist halt die Frage, für was? Als DD, als Tank? Das müsste man halt in der Relation sehen, je nachdem, was du da machen willst. Ich habe keinen Tank. Mein Motto ist, je weiter weg vom Gegner, umso besser. Ja, bei den heutigen Affixen heißt es, umso näher am Gegner, umso besser. Ich freue mich, dass wir sogar Mili-Shami dabei haben. Und nur der Heiler die ganze Zeit das Vulkanisch unter seinen Füßen hat. Da freue ich mich so. Alter. Ja, das. Ja gut, das war jetzt. Ja, da hat es den Parler gerade aber zerrissen, ne? Ah, er lebt wieder.
Ich finde, ich muss einfach sagen, der zweite Kampf gegen die Sascha, wo die Dame. Oh, Alter. Ich finde den zweiten. Ich hasse den zweiten Fight, weil er ist mir so unübersichtlich. Ich krieg den Schuss von der Dame ab, Alter, die schießt mich instant tot. Das ist so unübersichtlich da mit ihr. Wenn die schießt in ihrem Halbkreis da, dann hast du keinen. Bin ich weg. Ja. Das ist der einzige Boss, den ich im Freehold noch nie abkonnte. Noch nicht mal im normalen Mythisch. Ich weiß gar nicht, wie ich da die vollen Überblick behalten soll, ganz ehrlich. Doof Void gewesen, konnte nicht weg. Was hast du, Savita? Du kennst dich doch aus. Wegen? Ja, zweite Boss. Wie? Der Kampf ist mir so unübersichtlich, dass ich jedes Mal, wenn die Dame anfängt, da mit ihrem komischen Schuss zu schießen, trifft die mich alle am Flankiert, schießt mir instant die Fresse kaputt. Ich krieg die. Da brauchst du bloß gucken, wo sie hinspringt. Ja, aber das ist so unübersichtlich. So, du musst die ganze Zeit aus dem Voids raus von dem Typen, da krieg ich jedes Mal die Krise in dem Fight. Jedes Mal. Also, da habe ich schon im normalen Mythisch jedes Mal Stress mit. So, das ist, so dann springt die da hin. Könnte ich nicht sagen. Kampfrausch hier, dann Endboss und BL auf High. So, alle da, okay. Ja, das ist so der einzige Boss, muss ich ganz ehrlich sagen, der mir einfach richtig auf den Zahn geht. So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dürfte sie mich ja nicht treffen, ne? Ja, du machst sie. Ey, ehrlich jetzt? Oh, ey, jetzt ist der Boss resettet. Und wir haben KR gezündet. Geil. Lol. Ja, der Boss hat sich gerade resettet. Instant. Wir haben KR gezündet, Boss macht Reset. Oh, geil. Jetzt sind wir vom KR betroffen. Na, warte mal, wir können ja hier die einfach mal markieren mit dem Totenschädel, ey, dann wissen. Na, das war jetzt Fail. Ja. Weil ich bin weggegangen, Alter, und dann, ich bin ein Stück aus der Arena nach oben gelaufen. Da kam die Dame an, da haben wir gleich den Boss resettet, hat sie mir gleich. Na, wie soll ich denn da wegkommen? Da kommst du gar nicht weg, weil wenn ich da wieder hingehe, wo ich eben gerade hingegangen bin, tötet sie mich. Oder dann resette ich die wieder. Ich bin nämlich eben gerade während des Fights ein Stück weit nach außen gegangen, da hab ich sie resettet, als ich dann nach außen gegangen bin. Boah, Alter, da musst du aufpassen. Ja, Heiler, drück, Alter. Ich kann auch nicht Ewigkeiten drücken, Mann. Alter, ich krieg hier Schaden rein mit dem Bosskampf. Das ist abnormal. Boah, wie gesagt, das ist der einzige Boss. Wie gesagt, die anderen Bosse sind mir einfach. Die sind einfach nicht so unübersichtlich. Nur hier, ey, das ist mir so unübersichtlicher Scheiß. Ich meine, als Palatank eigentlich alles gar kein Problem oder so. Aber die Alte, die gibt mir, ey, die geht mir so auf den. Die fühlt mir so auf den Zahn jedes Mal. Ja gut, ich meine, ich bin die auch noch nicht so oft gelaufen, ne? Muss man halt auch dazu sagen. So, ne? Ich meine, wenn du die halt öfters läufst und dann die Gewohnheit drin hast oder so, dann geht das auch. Aber wie gesagt, guck mal, wie oft bin ich die jetzt? Ich bin die jetzt, glaube ich, in plus 3 oder 4 bin ich die erst gelaufen, so weißt du. Ja, so, jetzt ist es easy. Jetzt ist die Dame weg, jetzt hast du nur noch den Mann da. Der Mann, der kann sowieso nichts. Der kann ein bisschen die Fässer wuppen, ey, da brauche ich mir auch keine Sorgen machen jetzt. Ja gut, das Ding könnte noch plus. Ne, oh, wupp mich nicht mal weg, Mann. Bleib mal nett zu mir. Naja, mach mal einfach Fehler. Wenn das Ding plus 1 in Time ist, ist ja auch nice. So, dann haben wir einen Ever Key hier bei uns. Wir hätten das Fass auf der Druide hinten. Was hast du denn? Normal mythisch oder irgendwas konntest du den umgehen oder so, hast du gesagt, den Rat hier, ne? Du meinst den Ring da hinten mit dem Haifisch, ja. Ne? Wie hast du den im Normal Mythisch oder wo hast du den umgegangen? Ich war doch noch nicht Normal Mythisch. NHC war das. Nein. Bin ich zum Endboss gegangen und war die irgendwie fertig. Okay.
Na, wo wollen sie jetzt lang? Ich habe immer keinen Plan, wo die lang gehen wollen. Ich weiß nicht, jeder will hier irgendwie immer andere Wege. Der eine geradeaus, rechts. Ich habe immer nur Plan, wo die lang wollen. Ah, das ist immer... Du hast größere Puls. Ja, größere Puls, Alter. Ich kassiere so auf die Fresse. Da pull ich bestimmt keine 20, 30 Trash-Mobs. Ja, groß pullen kannst du auf jeden Fall. Das stimmt schon. Naja, aber ich kriege hier so schon Hits. Wenn der Heiler das nicht gegendrückt, kriege ich einen Hit, dann, dann fliege ich um. Und dann sind wir tot. Oh, geil. Haben wir auch richtig viel davon, wenn wir wieder alle sterben, weil ich, keine Ahnung, 2, 3 Trashpacks pulle oder so. Ich vertraue halt den Mendum-Heiler nicht so. Das ist immer so. Ich vertraue kein... Guck mal, der Druide hier, der drückt 13.000 HPS mit Trashpacks. Also die Frage, ob ich da... Hab ich auch gerade nicht mehr gedrückt in Boralus. Naja, aber aber das ist bei mir immer so, ich vertraue einfach den Randoms nicht, weil die taugen in den 90% der Fälle nicht. Dann pullst du nachher, kannst du mal weniger pullen, weißt du, das ist dann immer das, was du als erstes reinkriegst, wenn du als Tank mal meinst, okay, guck mal, Namen Feli, Niki, was, kannst du mich grüßen? Namen Rainer Herzog, grüß dich. Ja, und das ist halt immer meine Devise, so, ne, ich meine, ich bin ja... So, ich meine, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch so, aber ich weiß halt nicht, was kann der Heiler so, weißt du? Guck, jetzt habe ich hier zwei, wenn ich nicht aufpasse, alle Latten, die mich nämlich ruckzuck nachher ab oder so, dann bin ich der Gearschte, weißt du? Ja, pull noch mehr Trashpacks, du. Ja, siehst du, jetzt pullen die 3 Trashpacks alle, was haben wir davon? Nichts. Die Leute sterben dadurch nur. Weil das kriegst du wieder nicht... Ja, geil, Leute. Jetzt kämpfen wir hier. Ich hasse Sofas, Mann. Muss sowas sein, Leute. Guck mal, das ist total unübersichtlich. Der Shortcut-Agro. Weil ja, jetzt kommen noch die Geister. Geil. Richtig nice, Leute. Genau so. Sascha, dein Key wird aber nicht in time, oder? Was, der 10er hier? Nö. Was? Nee, Polarus gibt's dann. Nee, am Anfang schon gefailt. Ja, bei uns sieht das ganz komisch aus hier, wie wir hier unseren 10er Key spielen. Wenn das die Profis sehen würden, die würden denken, so, was macht ihr da für ein Kauderwelsch? Weil ja, ich muss beim Trail... 17 sind über 240% Schaden oder so mehr. Ich muss hier schon bei Trash Packs, muss ich Hand auf links zünden, weil ich sonst einen Hit kriege und weg bin, Mann. Glaub's mal. Oh geil, 2 Riesen. Ja, nice. Wollte sowieso schon immer mit 4 Köpfen gleichzeitig anlegen. Ja, hier, guck dir das an. Ich krieg 2 Riesen und die 2 Riesen, die laden mir fast instant weg. Ja, wir haben jetzt, boah, das ist so wenig. Wir haben gerade mal 50%. Warte mal, 2, 10, den. Plus, jetzt überlege ich gerade, wie viel kriegen wir das denn in Time hin? Plus 1 müsste das Ding in Time eigentlich sein. Komm, warte mal. Anstrengende Sache. Gibt einfach Innis, die ich eindeutig lieber mag als Freehold. Ich mach Freihafen gern. Ja, aber nicht mit plus 10er Inter. Nicht nur plus 10er Intern. So, ich meine, Schork ist nice, weil wie gesagt, mit dem Schorken, wie gesagt, kannst du halt viel umgehen. Ich weiß gar nicht, wie oft kann der Schork unsichtbar machen? Der könnte uns doch noch am Ende noch einmal durchstaffen, oder? Alle 3 Minuten. Ja, easy, dann kann er uns noch am Ende noch einmal komplett durchziehen, oder nicht? Dann brauchen wir am Ende auch keine Trash mehr machen bei der Brücke beim Endboss. Ohne Witz, Alter, wenn ich jetzt hier Wobby Tank spielen würde, die würden sich abkotzen. Ich glaube, ich werde... 4 Minuten CD sogar. 4? Ja gut, das sollte gehen. Wir haben jetzt... Ja, einmal nur am Anfang geskippt. Kurz beim Anfang, als wir rübergegangen sind. Von daher sollte das eigentlich relativ easy gehen. Ja, das Problem ist, wir brauchen halt voll viele Prozente noch, aber richtig dick Prozente. Oh nein, jetzt. Ja.
War nicht mal irgendwie was von statt Schröpfung irgendwie, habe ich mir doch was damals gehört, soll da nicht mal irgendwie sowas wie infizieren oder sowas noch kommen, ey? Das war doch auch mal irgendwie in Planung. Dass der Zehner dann. Infested war schon. Wie dachte das? Ach so, das ist immer von Season abhängig. Ach so, ich dachte, das ist jetzt allgemein einfach so ein Wechsel, genau wie die. Affixe. Ach so. Und was fandst du schlimmer, das mit dem Wiederkommen oder dieses Infiziert? Wahrscheinlich das Infiziert, ne? Das ist beides gut. Echt? Infiziert war geil, sagst du? Jo. Echt? Ja. Ja, ich dachte, weißt du, weil das wusste ich nicht. Ich dachte halt so, das wäre halt auch so, dass es irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen oder so dann halt einfach ganz normal wieder wechselt. Ja, ich frage mich ja, wie viele Season denn noch kommen, ne? Oder wie viele Seasons dieses Jahr dann werden. 4 Season bestimmt dann oder so. Keine Ahnung. Oh ja, Pult noch. Ey, ich hasse sowas. Die Pullen. Jetzt haben wir hier Ludwig von Tortellini am Start, ey. Weißt du? Ja, instant tot, Alter. Weißt du, weil ihr Trashpack pullen müsst und den Boss, ey. Könnt ihr nicht einfach mich pullen lassen? Ich hasse sowas. Auf den Tod. Das ist das Einzige, was ich nicht abkann. Die Leute sollen mich pullen lassen, weil das ist der letzte Dreck, wenn du den Tank nicht pullen lässt. Ja. Ja, schön. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hochkämpfen mit Spott und alles und gucken, dass ich die Akku wieder von Mr. Tortellini bekomme. Hier haben wir jetzt 68%. Ja, gut, da müssen wir 100% drücken, bevor wir über die Brücke gehen. Dieser Freehold mache ich eigentlich so ungern. So, ne? Also rein theoretisch, klar, für die Zweihandwaffe lohnt sich Freehold. Moin, moin, Rainer Herzog, grüß dich. Ja, rein für die Dings, also rein für... rein dafür lohnt es sich schon. Rein für den... Leute, die sind mir so, das sind wir so nervige Leute. Ja, statt wir erst den Boss machen, weil gleich kommt Mr. Haifisch an und dann haben wir noch hier Trashpack stehen. Ist doch albern. Trash, ich weiß, dass wir noch Trash brauchen. Wir haben ja 69%, aber wir könnten halt, wenn ihr jetzt haben wir gleich noch den Hai-Boss und einen riesen Golem. Die Leute haben echt, die fordern einen echt ganz schön verrückt hier ein bisschen. Ich meine, ist jetzt kein Thema. Ach ne, der Hai-Boss bleibt da hinten stehen. Ich meine, ist jetzt nicht das Problem als Tank, so, ne? Ich meine, Pala-Tank ist sowieso für mich halt angenehm zu healen oder also auch für mich angenehm zu spielen einfach. Habe ich ja nur Probleme mit, aber wenn die Leute so übertreiben, kriege ich mal die Krise. Das ist wiederum der einzige Grund, warum ich zum Beispiel Tank manchmal nicht mag, wenn die Leute selber einfach immer pullen. So, weißt du, du stehst da als Tank und die Leute pullen für dich. Und du stehst dann und denkst so, okay, ich will meine Ruhe haben. So, wir pullen so und dann kommen die Leute dann, ja, ich pulle. Aber ansonsten ist Tank halt eigentlich relativ easy eigentlich. Na, komm her. Ja, siehst du? Ich frage mich jetzt, wie lange hätte ich jetzt gewartet, bis ich mit dem Worry DD eine plus 10 komme? 100 Jahre. Ich werde als Worry DD wahrscheinlich. Wird die Woche wahrscheinlich als Worry DD im Leben kein Dings mehr kommen. Kein plus 10er Key mehr kommen, weil die kein Worry DD leider mitnehmen wollen. Das ist traurig. Du atmest ganz schön stark in deinem Mikro, Kevin. Nimm das mal vom Mund weg. Was machst du gerade in. Versuchst du gerade welchen Key? Ja, immer noch die gleichen. Wird er bei Out of Time saßt oder was? Ja. Sind schon 6 Minuten drüber. Ja, wenn sie wenigstens abschließen, ist ja schon mal in etwas.
Der gibt mir eh keine Rio. Ja, vielleicht mal ein Item, ne, auf 4,25. Ja, was? Sag nicht sowas. Im besten Fall kriegst du 4,25er, ziehst du nur ein 4,25er Item raus. Ich weiß, der Witz war eigentlich gut und der Witz war, den muss ich mir eigentlich für 1. April aufheben. So ungefähr, ja. Ich komme noch am 1. April wieder und bring dir den gleichen Witz nochmal. Ja, komm, mach doch dein Tornado. Kriegst du. Ja, läuft. Also wenn wir müssen jetzt noch nur noch viel. Oh, wir brauchen voll viel Trash noch. Trotz, dass wir Dings aktiv haben. Ja, ohne Witz, die wollen jetzt auch nicht. Boah, die wollen jetzt den Trash über der Brücke machen, ne? Für die Plus, das wird hart. Ja, noch schneller, Junge, Alter. Ja, dann drückt mehr Schaden. Dann fahrt keine 20k, dann fahrt 50k. Trashpack, Alter. Ich pull bestimmt nicht 20 Trashmobs, wenn wir dann auf der Brücke hier gleich Instant Kill haben. Vor allem die Dame mit dem Pferd, die pull ich bestimmt nicht noch zusätzlich zu dem Trash. Die kann ich nämlich nicht ab. Ich weiß ganz genau, die reißt die Gruppe immer ein Stück sonst. Meinst du, das geht? Pferdegruppe plus die andere? Mach ich auch so. Na gut, wenn du das sagst, dann gönnen uns. Dicken CD an und gib ihn. Ja, mal gucken. Ja, das Problem ist halt immer, ne? Ich muss halt immer darauf achten, dass ich halt auch noch nebenbei natürlich auch noch dick Schaden fresse, ne? Aber wollen wir mal gucken. Einfach mal gib ihn. Oh ja, jetzt kommen wieder unsere Schöpfungsgeister noch dazu. Okay, dann gib ihm. Ja gut, toll, dann müssen wir mal die Trashpacks nach oben machen. Wenn wir Glück haben, wird das Ding noch wenigstens in Time plus 1. Wäre doch nice. Oh, jetzt kommen noch die ganzen Geister. WTF, Mann. Diese. Ja, so. Warte mal. Das ist aber nicht witzig, was der hier macht. Hallo? Der nimmt mir mein Leben weg. Was stimmt mit dem Geist denn nicht? Ich habe noch 121k live. Ja, 15% fehlen uns noch. Ja, erstmal die Geister. Ich pull bestimmt nicht. Instant Kill. Ja, Retzen. Ja, ich krieg ja dauernd auf die Schnauze. Weißt du, viel Trash. Ja, so. Ja, Retzen. Soll ich laufen oder was? Ja, Retzen. Ja, dann Retz halt nicht, dann laufe ich halt. Go, Trash. Ja, der ist einfach dumm. Ich bin. So, ja, ich pull zwei Gruppen. Ich kann ja gerne mal mehr pullen, wenn ich dann verrecke. Wir haben noch 6 Minuten. Wir brauchen nur noch 15% Ads, Alter, und noch den Boss müssen wir legen. Das wird richtig heavy. Weil wir müssen dann auch wahrscheinlich die Pferde oben noch spielen beim Boss, die beiden. Das ist halt der letzte Mist, weil normalerweise lässt du die ja immer aus, aber so wie das jetzt bei der Gruppe aussieht, haben wir so wenig Prozente, da müssen wir die wohl noch spielen. Ich meine, ist jetzt nicht das Problem. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das Ding noch in Time plus 1 gedrückt. Ja, 92%, ja und? Jetzt wollen sie es so machen. Jetzt machen wir den Boss und dann die Ads, weil dann können wir die da oben. Das ist, glaube ich, die klügste Variante, wenn wir das so machen. Ja, jetzt können wir hier durchsteffen. Zack, jetzt kann ich den Boss pullen. Komm her. So, und jetzt machen wir oben. Genau, jetzt können wir den Boss spielen und dann müssen wir nur noch die Trashpacks oben wegnuken auf 100%, dann dürfte das Ding noch intern plus 1 eigentlich sein. Eigentlich. So, komm, alle hier meine Death Trinkets anmachen, sondern kriege ich weniger Schaden rein. Boah, 10 Mille, das nenne ich mal ein Leben. Ja. Alter Falter.
Ja, Healer, ne? Du musst drücken, Alter, ne? Ich krieg ganz schön massiven Schaden gerade bei dem Boss hier rein. Boah, ey. Oh, der haut mir aber, der Boss haut mir ganz schön übel rein, ne? Hier im Freeholder. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er doch so relativ gute Punches landen kann. Na komm her. Ja. Ich habe das Gefühl, dieser Bosskampf. Oh nein, nein. Ah. Der Bosskampf zieht sich wie so ein Kaugummi. Ja, wo soll ich denn jetzt hier noch hin? Es ist überall Glut. Ah, jetzt ist wieder bei mir. Ah, wenn du mich da runterkickst, dreh ich durch. Lass es. Kick mich da nicht irgendwie runter und ich lieg unten, Alter. Und dann ist so, ja, reset, so, jetzt haben wir noch 3,5 Minuten. Wir müssen den Boss nur noch sauber runterspielen. Komm. Nicht ins Feuer, lass den Mist. Dreieinhalb Minuten noch, das wird aber ein spannender Kampf hier. Oh, wie geil, Alter, wir kämpfen hier so voll hart gegen den Boss hier. So, ich krieg mich echt nicht mehr ein. Komm her, ey. Na gut, das Ding sollte eigentlich noch intern plus 1 laufen, dann kann ich wegen. Ah. Oh. Ja, immerhin, dann kann ich den für meine Rio verwenden. So, hey, ich hab den als Palatank plus 1 intern gezockt. Komm. Ja, und jetzt ganz schnell die Trash Packs nuken, Alter, hier, komm. So, DevCD einfach an, ey, und gib ihm, ey. Die Trashpacks, die haben mir einfach, die lappen mir einfach. Komm, mach BR. Flashbacks hier oben sind auch echt nicht die angenehmsten. Es wird so ein. Und Schlüsseleroberer. Schließ deinen Dungeon der Stufe 10 und ab. Ja, das Ding hat mir noch eine Minute, Alter, ja. Ja, hier, guck mal, die kriegen 400 und ich mach jetzt offen, ich krieg gar nichts. Mal wetten. Doch. Handgelenke 405 von 395.